mit einem kurzen Schwert, die so ein bisschen den römischen Spirit repräsentiert. Und er kämpft gegen zwei Proto-Urfeinde Roms, quasi gegen den Thraker mit einem kleinen Schild und seiner gehobenen Klinge und gegen den Hoplomachus, der quasi den griechischen Kämpfer repräsentiert. Ja? Das sind alles Fantasiefiguren, das sind also keine Waffentypen, die jetzt, auch wenn der jetzt Thraker heißt und der Hoplomachus repräsentiert den Griechen oder der Romillo den Römer, so sind das keine wirklichen Ausrüstung, die wir im Militärwesen irgendwie in der Form finden. Ja, wir haben bei einigen Details haben wir natürlich Ähnlichkeiten, aber das ist alles sehr symbolisch, sehr spezialisiert. Dann haben wir den, etwas später kam dann der Retiarius und der Secutor hinzu. Der Retiarius ist der Netzkämpfer mit dem Dreizack und der Secutor sein Gegner. Secutor ist im Endeffekt auch ein Momillo, nur nicht mit einem Momillo-Helm. Der Momillo-Helm ist so ein poetischer Helm mit so einer riesen Krempe und Fahne und Feierlicht und wenn er da sein Netz drüber schmeißt an irgendeine Helmkante nur so macht, hat er einfach das Genick von dem Typ gebrochen. Deswegen hat der Secutor einen super engen, geschlossenen Helm mit keinerlei abstehender Verzierung, damit, wenn er das Netz drüber geworfen wird, nicht einfach das Genick gebrochen bekommt. Und hat diesen kleinen Augenöffnung, dass wenn er mit dem Dreizack in die Fratz gestochen bekommt, dass das hinhaut. Ja? Also die beiden gehören zusammen. Und dann haben wir noch die Provokatoren. Provokatoren kämpfen, wie auch es gibt auch andere Gladiatorentypen, die wir nicht dargestellt haben, wir haben ja nur sechs Sachen rekonstruiert, kämpfen nur gegen ihresgleichen. Also genauso wie der Exilarius oder der Equis, die kämpfen nur gegen ihresgleichen. Wir haben am Anfang gedacht, oh, der Provokator, der hat so ein kleineres Schild und nur eine Beinschiene und diesen kleinen Helm und so. Wir sind so ein bisschen wie Muschi-Gladiatoren, so die Einsteiger-Gladiatoren. Und deswegen kämpfen wir nur gegen andere, weil die haben ja gegen die mächtigen Gladiatoren keine Chance. Der Provokator ist die Macht. Und der Provokator kämpft gegen den Provokator, weil der einfach jeden anderen Gladiator in Sekunden töten wird aufgrund seiner Waffen. Ja? Das heißt, die müssen fechterisch kämpfen, weil der Provokator ist der Einzige, der ein langes Schwert hat. Die anderen Gladiatoren haben alle Schwertchen. Riesenschild, kleines Schwertchen, die können ziemlich lange kämpfen, bis da irgendwie Verletzungen sind. Der hat ein großes Schwert. Wenn der gut ist, geht das ratzifatzi. Also das sind zwei ganz extrem. Das ist aber der anspruchsvollste Gladiatoren. Die müssen am besten kämpfen können, um überhaupt am Leben zu bleiben. Ja? Also da kriegst du richtig, wenn du Schwertkampf kennst, also ich denke mir, die Soldaten werden ganz schön abgegangen sein auf die Provokatoren. Also das, der musste am meisten können. Also ganz, also dieses kam dann am Ende des Projektes raus, wo man merkt, so, ups, da haben wir das so völlig missverstanden. Ja? Okay, nächstes Bild. Also die Zahlen nehmen dann geben an, wie viele Gladiatoren wir in der Runde hatten. Das werden sechs Momillos, wir hatten drei Retiarier dabei, insgesamt sechs Provokatoren, drei Secutoren, drei Hoplomachi und drei Thraker. So, also dann haben wir in Canuntum tatsächlich quasi eine Gladiatorenschiene nachgestellt. Ja, das ist jetzt hier eine Aufnahme aus unserem Waffentraining, wo dann die Leute mit Waffen trainieren. Die waren so höflich, dann die Wiese sind dann mit Sand aufzuschütten und haben dann nach hinten ein Pali aufgestellt für uns. Allerdings waren das richtige Baumstämme, also war total die Etage, so ein Pali ist normalerweise nicht so dick. Ja, also das, und mobil, der ist in so einem Steinsockel drin, dass man den hin und her schieben kann. Das war, also die haben sich ja schon Mühe gegeben für uns. Die, habt ihr den ja auch genommen? Ja, aber die waren so groß und da war die Wiese und da waren so große Kiesel drumherum und die Jungs sind da barfuß. Und ich meine, du läufst auf einer Wiese barfuß, ist ein echter Spaß, Sand, Barfußbock total, aber auf ein Kieselfeld barfuß rumzuspringen ist, nö. Also auf Pali hatte keiner Lust, weil man dann immer in diesen Kiesel rumgetreten ist, das war nicht so, ja. Also das war sicher nicht authentisch, aber die Pali sind, also wenn die da schon haben, die stehen am Sand. Und die sind auch nicht eingegraben, sondern die sind, die haben alle einen Sockel, wie so ein Säulensockel, ja, da steckt dieses Ding drin. Und wenn man es braucht, macht man den Pfahl raus und zieht den Stein halt wieder irgendwo hin. Also ist schon irgendwie mobil. By the way, in Canuntum ist letztes Jahr in so einer Tiefenvermessung, Bodenradar, die größte Gladiatorenschule entdeckt worden. Total lustig, als wir da waren, meinte ich so, ja, Canuntum ist ja geil, wir haben zwei riesengroße Amphitheater, wo sind hier eure Gladiatorenschule? Na, hier gab es doch keine Gladiatorenschule, wir sind hier in Pannonien. Also da kam dann wer von außerhalb und welche habe ich das. Und ihr habt hier, wir haben zwei Luftlinien, 300 Meter auseinander, habt ihr zwei riesige Arenen. Einen an der Militärstadt, in der Garnison und eine in der Zivilstadt. Ihr wollt mir nicht erklären, dass ihr zwei riesige Sachen habt und hier ist keine Gladiatorenschule. Das ist einfach unpraktisch. Nein, 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 nein.
Ja, 6 Monate später, piep, piep, piep. Huch, wir haben die größte Gladiatorenschule, die jetzt bekannt ist, entdeckt. Ja. In der Gladiatorenschule sind 2 Arenen, kleine Arenen, und jetzt kommt's. Wir sind in Pannonien, da wird es im Winter frisch. Die haben eine beheizte Indoor-Trainingsarena. Das ist einzig, das hast du nicht mal einen Hof. Wie geil ist denn das mit der beheizten Raum, also so ungefähr doppelt so groß wie das Ding hier, beheizt, mit Sand ausgeschüttet, eine Arena, um da drin zu trainieren. Klar, hier gibt es ja keine Arena, die haben ja keine Videos. Naja, okay, nächste Minute. Okay, so ein bisschen zu dieser Einteilung, dass wir das Training machen. Das ist jetzt vielleicht für die Kampfsportler das interessanteste Konzept. Wie setzt sich eigentlich Kampfkunst zusammen? Und zwar jede Kampfkunst. Also unabhängig davon, wie groß es ist. Also jetzt mal so einen Clausewitzschen Gedanken. Es gibt Sachen, die gelten für den Kampf an sich. Ja? Ob ihr jetzt einen Krieg führt oder ob ihr, Fußball spielt. Ihr habt die Grundlagen. Sachen wie Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer. Das ist super wichtig und jede Trainingsveränderung, die ihr in diesen Grundlagen vornimmt, strahlt automatisch auf die nächsten Stufen auf, weil die darauf aufbauen. Wenn ihr diese Sachen nicht habt, wenn ihr nicht stark seid, ihr seid nicht beweglich, das limitiert euch in allem Weiteren, was ihr tut. Diese Grundlage ist die Voraussetzung, ist das sine qua non. Es ist das, ohne dass es nicht geht. Das nächste ist Bewegung. Euch schon mal aufgefallen, wir haben Knochen und Gelenke in unserem Körper und Muskeln und ich kann bestimmte Extremitäten in einer bestimmten Art und Weise bewegen, je nachdem wie die Knochen angeordnet sind und die Muskeln. Ich kann meinen Arm tatsächlich so bewegen. Ich kann ihn nur so bewegen. Das ist die Bewegung, die dieser Arm machen kann. Ich habe ja auch ein Kugelgelenk, ich kann das. Also man kann eine bestimmte Anzahl von Bewegungen machen, die ist begrenzt. Ich kann diese Bewegung aneinander rein, ich kann diese Bewegung schneller machen, präziser und so weiter. Die Bewegungen basieren auf diesen Grundlagen. Und aus diesen Bewegungen, die wir machen können, können wir Techniken zusammensetzen. Technik ist immer etwas, was in Bezug zu einem Ergebnis, also zu einem Gegner zum Beispiel, geschieht. Und nämlich eine einfache Sache, eine einfache Technik wäre, jemanden einen Schlag auf die Nase zu hauen. Ja? Das ist zusammengesetzt aus einer relativ einfachen Bewegung, ja, das ist schon die ganze Technik. Aber eine Technik kann auch mehr sein. Eine Technik kann sein, zum Beispiel ein Block und ein Schlag. Das ist auch wieder eine Technik. Es setzt sich aus immer mehr Bewegungen und einzelnen Elementen zusammen. Und auch wieder Technik. Aber eine Technik ist immer, hat eine funktionale Beziehung zu einem Gegner und setzt sich aus einer oder mehreren Bewegungsketten zusammen. Die nächste Stufe ist Taktik. Ja. Taktik ist quasi die Lehre davon, wie ich verschiedene Techniken in welchem Kontext einsetze. Also wann mache ich welche Technik? Oder bei welchem Problem kann ich welche Techniken anwenden? Ja, das ist wie gesagt, im Schwertkampf nicht anders. Wer macht, was weiß ich? Ein Oberhau, was gibt es für Möglichkeiten? Was passiert? Oh, ich bin da, oder ich bin weg, ich mache, was für technische Optionen habe ich, um ein bestimmtes Problem zu lösen? Die Lehre davon ist die Taktik. Über eine Taktik übergeordnet ist die Lehre der Strategie. Die meisten Leute unterscheiden nicht zwischen Strategie und Taktik, was desaströs ist, wenn man das nicht versteht, weil dann könnt ihr keinen Krieg gewinnen und ihr könnt keine Super Champions produzieren, wenn ihr nicht versteht, was Strategie ist. Strategie ist die Lehre von den Taktiken. Was sagt das? Zum Beispiel haben Kämpfer Charaktere. Ihr habt einen bestimmten Charakter. Und wenn ihr jetzt da sitzt, dann kann man das nicht sehen. Aber wenn man euch kämpfen sieht, sieht man ganz schnell, was ihr für einen Charakter habt. Oder was ihr könnt oder nicht könnt, was ihr präferiert, wie ihr vorgeht. Das heißt, eure Taktiken müssen zu euch passen. Weil sonst macht ihr sie nicht. Es nutzt also nicht aus, jemand, der sehr zögerlich ist, der sehr fintiert ist, der sehr schnell arbeitet, ihm zu erklären, also deine Taktik muss es sein, gehst einfach vorwärts. Wenn das nicht zu dem Typ passt, oder ihr habt so einen Typ, so der. Oh, ich gehe einfach vorwärts und ihr sagt, ja, bleib mal stehen, guck doch erstmal, was der macht. Das macht er nicht. Sobald er genug Stress bekommt, geht er vorwärts. Das ist seine Natur. Das heißt, in der Strategie müsst ihr begreifen, was die Natur des jeweiligen Kämpfers ist und die taktischen Möglichkeiten, die dann aus dieser Natur möglich sind für ihn, auswählen und optimieren. Ja, das ist da, wo das Wort Kunst auch hineinkommt. Das Wort Kunst ist letztlich schon, fängt in der Technik und der Taktik an, aber letztlich auf einer sehr hohen Ebene in der Strategie. Ja? Also da ist wirklich dieses,
Welche Taktiken gehen überhaupt? Ja, oder was könnt ihr überhaupt machen? Wir hatten das auch gestern.